Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Seelenfrieden-Box von Nick Born. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Seelenfrieden von Nick Born, Premium Edition, inklusive zwei Exclusive Bonus Tracks. Alles verloren und jeden Tag Remix featuring Afrob, plus Instrumentals, plus T-Shirt Größe L, DIN A3 Poster, plus Autogrammkarte, plus zwei Sticker. Okay, also was uns natürlich gleich mal auf den ersten Blick auffällt, es ist keine normale Box an sich, wie wir das kennen, sondern es ist so eine sehr schlichte Kartonbox und auf dieser Kartonbox haben wir diesen Aufdruck, diesen Zettel aufgeklebt, inklusive Barcode, der uns einfach Info darüber gibt, was sich in diesem braunen Karton befindet. Wir haben hier Nick Born mit Hut, Krawatte und Hemd und allein der Albumtitel, also auch die ganze Aufmachung, sagt schon alles. Also Nick Born hat dem Gangster-Rap, dem Straßenrap, den Rücken gekehrt und ist mittlerweile unter die, Deepen bzw. Gesangsrapper gegangen und versucht jetzt auf diese Weise sein Glück. Ich muss ehrlich sagen, ich habe Nick Won schon als er Straßenrap gemacht hat, für halbwegs talentiert und auch fähig gehalten. Ist halt ein bisschen zu dem Bruch mit Maskulin und mit Flair und anderen Menschen gekommen und ja. Jeder entwickelt sich weiter, jetzt hat er diese Schiene eingeschlagen. Ich nehme es ihm nicht übel, jeder soll bitte das tun, was er möchte. Okay, wir schauen mal in die Box hinein. Als erstes kommt uns das hier entgegen. Hallo, lieber Fan. Leider gab es Schwierigkeiten bei der Lieferung der Autogrammkarten, aber wir wollen dich nicht länger warten lassen. Bitte schick deinen Namen und Adresse an folgende E-Mail-Adresse und wir senden dir deine Autogrammkarte zu. nickwonautogramm@gmx.de, dein Nick Won. Okay, also die auf dem Karton angekündigte Autogrammkarte werden wir wohl hier nicht vorfinden. Okay, wir schauen natürlich trotzdem mal rein, was wir alles vorfinden. Wir haben einmal ein T-Shirt. Dann haben wir hier, die Frage, was das ist. Premium Edition, okay. Dann haben wir das Album an sich. Das verschwindet immer wieder. Einen Sticker. Einen zweiten Sticker. Und ein Poster. Alles klar. Gut, wir machen die Box mal zu. Und starten wie immer mit dem Album Nick Born Seelenfrieden. Selbe Cover wie auch auf der Box, allerdings hier in Schwarz. Also das Spannende ist, das ist farblich abgestimmt. Wir haben hier nämlich dunkelblau und hier auch dunkelblau. Und hier haben wir jetzt das Ganze in Schwarz, sprich der Hintergrund, die Krawatte und auch dieses Band am Hut ist ebenfalls schwarz. Sehr interessant. Dann haben wir hier 14 Tracks an der Zahl. Wir haben Features von Serg, Lea, nochmal Serg, Harris und Alias, nochmal Serg, nochmals Lea, Kadima und PD. Okay, also bis auf Serg, Harris und Alias, muss ich sagen, kenne ich die Features nicht. Also Lea, PD und Kadima, leider noch nicht gehört. Meine Favoritentracks sind Keine Zeit und Seelenfrieden. Das sind die mit Abstand besten Tracks meiner Meinung nach auf diesem Album. Hier sehen wir noch einen Barcode, die Credits und den Hut von Nick Won und seinen abgeschnittenen Arm. Schauen wir mal, wie das Ganze von innen aussieht. Also hier auch wieder die Tracklist. Werfen wir mal einen Blick. Ich liebe diese Booklets. Kriegt die immer nicht raus. So, aber jetzt
So, was haben wir hier? Wir haben hier die einzelnen Tracks, inklusive der Info, wer den Beat produziert hat. Und hier nochmal Nick Warn in seinem, ja, es erinnert mich ein bisschen an den Kellner, also Kellner-Outfit, mehr oder weniger. Kein Hate. Hier weitere Tracks. Hier sogar mit Kapuzenpullover, mit Hoodie. Mhm. Hier wieder in dem bekannten Outfit. Hier kurz vorm Entzünden einer Zigarette. Und hier noch die letzten Tracks. Alles klar. Gut, ja, klassisches Booklet, wie man es kennt. Ein paar Fotografien, die einzelnen Tracks aufgeschlüsselt. Kann man machen. Dann haben wir hier die CD in weiß. Wir haben hier oben goldene Schrift. Nick Warn, Seelenfrieden. Und hier unten alles in rot. Das ist die Rückseite. So sieht die CD aus. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, was das hier ist. Hier steht Nick Warn Seelenfrieden Premium Edition. Also ich gehe echt mal stark davon aus, dass hier noch die Instrumentals drauf sind. Weil was würde es einen Sinn machen, was für einen Sinn würde es machen, nochmal die 14 Tracks hier nochmal drauf zu machen. Also die zwei Tracks sind klar, das sind die Bonus-Tracks, Alles verloren und Jeden Tag featuring Afrop, der Remix. So. Aber die 14 Tracks hier sind 1 zu 1 dieselben wie auf dem Album. Und auch wenn hier keine Info steht, irgendwas mit Instrumentals, aber ich gehe mal stark davon aus, dass es sich bei diesen 14 Tracks um die Instrumentals handeln wird. Ja, klar. Hier steht es auch. Man sieht es hier. Instrumentals plus Bonus-Tracks. Gut, jetzt bin ich zufrieden. Jetzt kann ich in Ruhe schlafen gehen. Sehr gut. Ja, das hat mich echt beschäftigt, weil hier nirgends ein Vermerk stand, von wegen Instrumentals, hier auch nicht. Sehr unüblich. Naja, das Ganze in einer Papphülle. Dann haben wir einen Sticker mit Seelenfrieden Nick Warn Aufschrift in dunkelblau, rechteckig. Und dann haben wir noch einen im Hochformat schwarz mit goldener Schrift bzw. hellbrauner Schrift. Nick Warn Seelenfrieden. Dann haben wir ein Poster. So sieht das Ganze aus. Also wir haben hier Nick Warn in nachdenklicher Pose in seinem Hoodie mit Kapuze. Nick Warn Seelenfrieden, Kapuze aufgesetzt. Im Hochformat das Ganze einseitig bedruckt. Und dann haben wir noch ein T-Shirt, welches so aussieht. Komplett schwarz. Und wir haben hier in weißer Schrift Seelenfrieden und in grauer Schrift Nick Warn stehen. Neckprint haben wir keinen. Wir haben hier ein Fruit of the Loom Value Weight Größe L. Das Ganze ist 100% Baumwolle und das wurde hergestellt. Hier sehen wir es. Made in Marokko. Alles klar. Gut, wir schauen uns das nochmal kurz im Detail an. Nicht, dass ihr euch wundert, hier haben wir noch so einen kleinen Aufkleber. Ja, ich glaube, den können wir vergessen. Der ist wertlos. Schauen wir uns nochmal kurz im Detail an, wie das Ganze aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also, wir haben hier im Brustbereich diesen Seelenfrieden-Schriftzug in weiß und darunter Nick Warn in grau und das Ganze eben auf einem schwarzen Shirt. Also, ich muss ehrlich sagen, gefällt mir echt gut, der Schriftzug. Gerade auch, weil die Kombination hier der beiden Schriftarten und der Farben, also dass das obere so ein bisschen Schreibschrift ist und das unten dann Nick Warn klassisch, so Blockbuchstaben, gefällt mir echt, echt gut und kann man durchaus tragen. Und zum Abschluss fassen wir wie immer zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L, dann das Poster im Hochformat einseitig bedruckt, diese zwei Sticker, einmal Hochformat, einmal Querformat, jeweils mit Nick Warn Seelenfrieden beschriftet. Die Album-Instrumentals inklusive der zwei Bonustracks in dieser Papphülle und das Album an sich. Wie gesagt, Autogrammkarte war ja leider nicht dabei, daher dieser Infozettel. Mal schauen, ob ich diese noch erhalten werde. Ich werde auf jeden Fall mal so eine kurze E-Mail dorthin schreiben. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Das alles in dieser wunderbaren Box. Nick Warn Seelenfrieden.
Mich würde natürlich eure Meinung zu dem Album interessieren, beziehungsweise zu der Box. Schreibt diese bitte in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Nick One unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.